Das sind nicht die Karten. Das ist mein Dad. Sein Dad? Wie heißt er nochmal? Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Deine Mutter? Ach, Osborn! Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wow, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und siehst dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Klar! Pete, wir werden die Welt heilen. Jetzt geht's ja ab. Fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht. Schon wieder. Ja, mal nicht versagen, ey. Hier mal beschissene Scheiß-Internet. Na, Kackhaufen, O2. Ich werde eine Kündigung hinschicken, schriftlich, per Post. Und mir ist schon langweilig. Auf ein Blatt geschrieben, DIN A4, mit einem Kugelschreiber. Und nachdem ich unterschrieben habe, werde ich dieses Schriftstück nochmal in Urin eintauchen, werde es trocknen lassen und werde es das dann so abschicken, ne? Ich bin dabei. Ich brauche Hilfe. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Ja, ich hab gedacht, es geht jetzt irgendwann mal vorbei, aber ich weiß gar nicht, was sie da so ewig rummachen, ne? Machen die überhaupt was? Also jetzt reicht's, jetzt ist endgültig. Sieh mich nicht so an. Es lief ja die letzten Tage. Jetzt, heute ist es wieder brutal einfach. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Heute ist auch Freitag, ganz, ne? Ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen, Ma. Einen Moment bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Morgen schaue ich. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an, ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Echt? Kannst du das? Ja, das kannst du mal machen. Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Dann rufe ich gleich an und frage nach, wie lange der Wechsel dauert. Und das, na? Naja.
dann streame ich halt ein, zwei Wochen nicht, wenn es nicht anders geht, ne? Ich würde ihn aber dafür danach funktioniert es so halt, ne? Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen, damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Ist ja total hängen geblieben, ey. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma, bei Pastelon bin ich immer dabei. Bis dann. Okay, natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, warum es heute so viel Probleme macht, weil heute ist Freitag. Viele Leute sind jetzt daheim. Ich sollte zum Raft. Ist Freitagabends und machen halt was weiß ich, schauen Film oder dies oder das. Vielleicht und weil das Netz sowieso nicht gut funktioniert gerade. Ist es dann ausgelastet und dann bricht es halt ab, ne? Ab in den Aufwind. Wow, langsam habe ich den Dreh raus. Alter, jetzt kann man hier durch die Gegend fliegen, ne? Noch ein Aufwind. Ich check mal die Aussicht. Oh shit. Wind ist einfach cool. Hey Miles, ich bin gleich beim Raft. Bist du auf dem Weg? Aber klar doch. Wen sollen wir babysitten? MJ hat gestern den Tipp gekriegt, dass Scorpion nach Ravencroft verlegt wird. Die Ressourcen werden knapp, seit Sandman bei ihm ist. Scorpion rastet manchmal richtig aus. Ich werde da sein. Zivilisten brauchen meine Hilfe. Schon unterwegs. Spider-Man! Holt euch den Netzschwinger! Ihr lernt es nie, was? Er hört uns! Dies könnte ein paar starke Hände gebrauchen. Denk mal drüber nach. Nee, mache ich jetzt nicht, weil sonst fängt der Stream des Laggen an. Ich habe vorhin einen gemacht. Davor. Das Netz ist ausgelastet. Es ist so schwach aktuell. Das Freitag ist einfach, das ist überbelastet und dann fällt's aus. Gerade rechtzeitig. Hundertprozentig. Immer weiter, Gargan. Bereit für die nächsten. Die nächsten? Ich dachte, wir babysitten heute nur Scorpion. Martin Lee. Miles. Schon gut. Ich bin okay. Ein bisschen früh für Feuerwerk. Wir müssen los.
Schauen Sie, dass die Gefangenen sicher sind. Ich übernehme links. Schützen Sie das Schiff. Bei mir formieren! Oh, shit. Ja, oh, ist ja wie ein Call of Duty, ja? Mich wirklich aufwärmen soll. Dein Kopf gibt eine schöne Trophäe ab. Wow. Klingen sind scharf. Ihr seid wohl neu hier. Hi, ich bin Spider-Man. Falls ihr es nicht wusstet, das sind ganz üble Typen. Die sollten schön im Knast bleiben. Mach, dass du wegkommst. Das geht dich nichts an. Na gut, überspringen wir die Begrüßung. Ich glaube, das wird krasser hier gegen die. Oh, er steckt hier fest. Er steckt im Arsch. Wer bist du, falsches Kind? Ja! Shit! Wir kämpfen vereint.
Wir sind viele und wir kämpfen vereint. Wir kriegen sie schon klein. Ich hoffe, du sprichst vom anderen Spider-Man. Denn ich bin 1 Zentimeter größer als er. Mindestens. Oh Mann. Was jetzt? Alle holen das Handy raus, machen erstmal Videos. Die werden dann auf TikTok hochgeladen wahrscheinlich. Die Leute da drin ertrinken. Ich versuche weiter diese Dinger rauszukriegen, weil König Arthur sah das so leicht aus. Ich schaff das. Da sind noch mehr Leute drin. Ich kümmere mich um sie. Das muss ich Spider-Man sagen. Komm, mach lieber auf, sei ruhig. Komm schon. Ganz ruhig. Ich komm anders rein. Stromzugang. Klingt vielversprechend. Ich hoffe, Peter hat Scorpion im Blick. Wir wissen nicht, wen sie da rauslassen. Bin ich! Versprochen! Komm schon, Notsturm. Sei hier. Super. Das Wasser steigt. Da kann ich nicht mehr zurück. Die Stromspannung hier ist stark. Sogar ich kann sie spüren. Sie darf nicht zur Wache gelangen. So viel Strom würde ihn glatt frittieren. Shit! Tausend Dank, Junge! Hey! Ich hab dich gerettet! Ach, wirklich? Das ist nicht echt.
Wir haben Scorpion im Blick. Zu weit. Ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Krass, oder? Der befreit ihn jetzt bestimmt. Nein, nicht so. Was zum? Bereit! Wir haben ihn. Oh shit! Nathan, ich bin wieder da, ja? Mein Internet lässt wieder zu. Wer kam da angeflogen? Ich bin doch nicht naiv. Jetzt.
Was? Das Game ist geil, ey. Na, wenn mein Internet noch so gut wäre wie das Game, dann wäre ich der Obershit heute. Ja, es ist gut. Man ist halt geil gemacht, ne? Spider-Man, das Kämpfen ist geil. Dann hast du wieder einen Bösewicht. Na? Allein, ich finde, es ist geil einfach. Jetzt ist es nicht mehr nur schlimm, sondern der East River brennt schlimm. Das ist. Wow, okay. Ich bin unterwegs. Als würde ich zu meinen Kindheitstagen Spider-Man schauen oder so. Es startet nicht! Ich helfe dir! Los, halt dich fest! Okay. Das hätte ich auch geschafft, ne? Es ist ja wieder draußen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Aus dem schwarzen Anzug, ne? Spider-Man, du musst mir helfen! Als Morales. Morales!
Die Rettungskräfte sind jetzt zumindest vor Ort. Die Polizei sucht noch, aber es gibt... Aber den Anzug, den muss ich sofort wechseln, der gefällt mir nicht mehr. Das schaut irgendwie leicht, wie soll ich sagen... Wer sind die Typen? Na? Auf jeden Fall haben sie eine Menge Technik im Gepäck. Ja, das haben sie. Und auch noch Scorpion und Lee. Hey, was auch immer sie vorhaben, wir finden sie und halten sie auf. Ja. Pete. Als ich Lee in dem Schiff gesehen habe, meine Kräfte, sie... Glaubst du, seine Energie hat sich mit deiner verbunden? Ich weiß es nicht, Mann. Es ist instabil. Also, wo auch immer der Strom herkommt, er hat uns geholfen. Hey. Wir bringen Lee schon wieder zurück. Versprochen. Lass mich nicht hängen. Ich bin aber gerade schlecht drauf. Jetzt komm schon. Na los. Ich bin aber jetzt gar nicht schlecht drauf. Das ist echt eine Nummer. Halte durch, Miles. Ich habe mal Fähigkeiten bekommen. Sollen wir mal reinschauen? Fähigkeiten, den Anzug lasse ich aber. Kann ich es nicht wechseln? Du kannst deine ausgerüsteten Fähigkeiten wechseln. Meins hat Kettenblitz und Venomschlag freigeschaltet, aber es kann immer nur eins von beiden auf einmal aktiv sein. Okay, dann gucken wir mal rein. Aha, Venomschmetter, Kettenblitz. Oh, ich nehme auf jeden Fall. Nein, stopp. Greift den Gegner, Kerl, wenn er auf zwei Meter gegenüber springt. Hätte mir Elektroschweiß dann habt ihr. Okay. Ne, dann mache ich lieber das hier. Und. Ich habe mir noch gar nicht die Trophäen angeschaut, ne? Ich habe jetzt zwei Trophäen, okay, ganz krass. Oh, mit Zähler sehe ich gerade. 0 von 25. Alle Anzüge brauche ich. Maximale Stufe 60. 60, ich finde die Zahl 69, würde ich in diesem Fall deutlich besser finden. Ne? So, setz die zerstörten Erinnerung zusammen. Schließ keine Angst ab. Schließ alle Jägerbasen ab. 4 Stück gibt's. Alle FSND. 0 von 6. Setze Wildnis 25. Okay. Ich schließe 9 Experimente. Besiege 100 Gegner mit weiterentwickelten Venom-Fähigkeiten. Besiege 100 Gegner mit Schwindarmfähigkeiten. Schließe ein Geschenk ab. 0 von 5. Das ist der Akt wahrscheinlich. Dazu gibt es 5 Quests. Da 2 Löse. Das Rätsel zum Ursprung des Spider-Bots. Schalte 5, 2. Taumelleine von der Netzleine. Lautlos von der Netzleine aus. Schließe. Ohne den Boden zu berühren. Boah, das schaffe ich bestimmt, ey. Ja. Nutze. Bla, bla, bla. Sammle insgesamt 10.000 Tech-Teile, habe ich 3%. Also solche Zähler, die müsste es bei jedem Game geben, ne? 23 Foto-Ops, 10 Tech-Verstecke. Das war's. Wie viele Anzüge haben wir hier? So, ich bin, machen wir mal Peter. Ich brauche definitiv einen anderen. Zeig mal den her. Boah, nee. Boah, Freischaltabstufe. Ich muss sowieso alles freischalten. Her damit. Ah, schau mal her. Einmal. Oh, das Gelb gefällt mir, muss ich sagen. Oh shit, da habe ich schon. Was ist das überhaupt hier unten? Was ist das?
Hey, Miles. Ich hatte mich schon an deine Mailbox gewöhnt. Ist noch in Arbeit, neues Spiel Plus. Hey, Onkel Aaron. Das kommt noch. Wie? Keine Zeit für deine Familie? Nein, ich wollte dir nur Zeit geben. Nach deiner Freilassung. Nicht nötig. Außerdem müssen wir einiges klären. Ach ja? Bis bald, Kleiner. Das kommt wahrscheinlich wie im Spider-Man-Teil davor. Dann finden wir raus, wer per DLC. Also als Download-Content. Ich denke mal kostenlos. Hey, noch einer von Marcos Erinnerungskristall. Ich sollte mich darum kümmern. Ja, was ist das? Was ist das? Hey, beruhigt euch. Kackt euch nicht ein, bitte. Ich will hier nur ein Foto machen. Dann hau ich wieder ab. Das ist gut. Bekommen es vielleicht. Aber sie haben so viele Läden beim Überleben. Sony tut ja sowieso alles remastern und remaken und tun Remakes nochmal remastern. Und Remasters nochmal remastern. Welche Taste war das jetzt? War das die linke? Ja. Also nach links wischen. Zuhörer. Im Danicast bekommt ihr echte Meinungen zu echten News über echte Leute. Habt ihr von Chris gehört, diesen Bahnmitarbeiter, der während des Handman-Angriffs... Sorry, Leute. Ich wollte euch nicht wecken. Einmal, du Hund! Du Hund! Auf jeden Fall noch eine zweite Leiste. So, das war's schon. Easy peasy. Knacken wir den Kristall. Vielleicht bin ich paranoid. Paranoid. Sehe ich sie auch. Bei der Arbeit, im Laden an der Ecke, im Park. Sie verfolgen uns. Marco war außer sich. Ob derjenige, der ihn verfolgt hat, noch da draußen ist? So, Moment, ich muss kurz mal noch Fertigkeiten. Ja, der hat andere Fähigkeiten. Und Fertigkeitsbaum wechseln. Ach, schau mal her, das haben beide. Dann nehme ich. Geräte. Netzschießer, ganz wichtig. Wo zu finden, das ist
Auto fährt Schlangenlinien. Es ist Spider-Man. Fahr! Fahr! Ist hier ein Rennstall, von dem ich nichts weiß? Nein! Du kriegst uns nicht! Ich verstehe das nicht, ey. Warum macht er das nicht mehr selber? Der hat es in dem Teil davor, der ist immer. Also, was heißt er? So ein Mann muss ja immer drücken, um das Auto anzuhalten. Schnell immer Viereck. Das macht er jetzt gar nicht mehr. Oder man darf das nicht mehr machen. Warum macht er das leichter? Vielleicht, ja. Watch time. Null Watch Time. Warum null? Warum ist es so? Was ist denn mit denen los? Die zählen nicht und was zählt dann? Ich sag lieber Piet Bescheid. Warte mal. Ein Moment. Probier es mal noch mal in 30 Minuten. Verfassungsmäßiges Recht in New York, sondern Bürgerrecht. Vor allem, wenn ein multinationales Unternehmen unabsichtlich...
Nein! Wegen eines Kristalls. Ich habe gerade keine Zeit. Ich versuche später nochmal. Ich schaue mir das später nochmal an. Später. Eine Überraschung. Ich habe doch nicht Geburtstag. Also sage ich den Polizisten, dass jemand hinter uns her ist. Aber sie hören später. Der Peter. Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Marco wurde ewig nicht gesehen. Ich hätte ihm geholfen, wenn ich von seinen Problemen gewusst hätte. Ich habe gerade mit meiner Quelle beim Raft gesprochen. Marco war seit seiner Ankunft auf Krawall aus, aber angeblich soll er Anzeichen von Besserung zeigen. Was immer du mit den Kristallen anstellst, mach weiter so. Bei all den furchtbaren Dingen, die in dieser Stadt passieren, sorge ich mich, dass die Leute ihr Zuhause nicht mehr verlassen wollen. Ihr Leben aufgeben. Aber heute nicht. Sieben Tage, acht Stunden. Müssen wir das wirklich mit der Maske machen? Oder 69 Stunden und acht Tage. Vielleicht. Ganz ruhig. Ich will nicht, dass mein Neffe mir nochmal in den Hintern tritt. Dein Dad hat mich immer genauso angeschaut. Kleiner? Martin Lee. Jemand hat ihn befreit. Martin Lee! Was du denkst, Miles. Martin Lee! Wir dürfen ihn hier nicht reinlassen. Das ist auch eine Art Gefängnis. Das ist nicht so einfach. Habe ich nie gesagt. Aber manchmal muss man die Vergangenheit abschütteln, um Platz für die Zukunft zu machen. Darum habe ich angerufen. Du musst was für mich besorgen. Ich könnte es selbst, aber durch die Bewährung ist Prowler in Rente. Das genau. Nur alte Technologie, die von der Straße muss. Versteckt in einem stillgelegten Roxanne-Labor im Central Park. Ja, das kenne ich. Ist der Prowler wirklich hinter dir? Hinter uns. Was vergessen? Wer hast du? Und Miles. Was Lee angeht, tu nichts Dummes. Ja, Mann, tu nicht Summes, sei nicht so dumm. Ich mein's ernst, Miles. Der Kerl kann angeblich dein Gehirn in Rührei verwandeln. Lass es bleiben. Boah, Rührei, boah, hab ich schon länger nicht mehr gegessen. Auf die Schule. College. Boah, das ist eine gute Idee wieder. Ich weiß nicht. Also gibt's jemanden? Ich bin hier. Wonach suche ich? Sperr die Augen auf, Neffe. Als ich deine Maske hatte, habe ich sie mit Prowler-Code versorgt. Das sieht dir ähnlich. Das Versteck ist unsichtbar, bis es meinen Anzug-Code erkennt.
unter mir. Ist geil, ja? Digga. Hier ist blockiert. Ich geh nochmal rüber. Servus. Nicht schummeln. Nimm dir Zeit. Boah, ist das geil gemacht. Nicht schlecht, Kleiner. Boah. Boah, das ist fresh auf jeden Fall. Boah, ist das geil. Stopp, stopp, wir gehen mal da runter. Noch ein Tor. Cool. Von hier unten geht's nicht auf. Du wärst ein toller Prowler geworden. Jetzt solltest du versuchen, reinzukommen. Geschafft. Sagst du mir endlich, was los ist? Alte Anzugprototypen. Darfst sie behalten. Steckt gute Technik drin. Cool. Das kann ich brauchen. Du hast ein seltenes Technikteil erhalten. Nutze. Ach, endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann es kommt. Es gab es ja in dem Teil davor auch. Jetzt kann ich hier die Gesundheit. Du kannst eine Kampfabwägung in der Anzugtechnologie. Wähle Gesundheit aus. Verbessere deine Gesundheit, indem du ein seltenes Technikteil einsetzt. Zeig mal her. Um 10. Und dann wahrscheinlich bis 200, ne? Oh, perfekt. Jedes gewährt dir ein wenig Heilung. Jeder 10er Treffer kommt, gewährt dir etwas. Oh, das Spiel. Wird schon wieder richtig. Fertigkeiten. Da habe ich einen Punkt. Ich mache beide. Erstmal. Dann Geräte. Netzgreifer, Netzschießer. Schaden 10%. 10. Nochmal 10. 40 insgesamt. 15. Boah. Also, ich spiele auf unglaublich und es ist jetzt schon zu einfach, ne? Hör zu, das ist nicht das Einzige. Was ist, wenn ich dann alle Upgrades habe? Wer auch immer Liebe Freiheit hat. Meine dann bin ich der Gott in dem Spiel auf jeden Fall, oder? Sie soll nicht in die falschen Hände geraten. Damit vertraue ich nur dir. Okay, verstanden. Die Koordinaten sind in der Maske. Danke, Neffe. Und wir sehen uns. Was Ma wohl dazu sagen wird? Miles! Ich habe von dem Transfer gehört und von... Alles in Ordnung? Ja, Ma. Mir geht's gut. Ich habe Onkel Aaron gerade bei etwas geholfen. Ah. Wie geht es ihm? Er gibt sein Bestes. Das ist schön. Wir sehen uns zu Hause, Ma. Und bevor du wieder fragst, mir geht es wirklich gut. Versprochen. Hab dich lieb. Ab in die Stadt. Mal sehen, was los ist.
Vielleicht finde ich dabei sogar Lee. Jemand spielt mit Feuerwerk herum? Nicht gut. Fertigkeiten, Mission. Hauptstory. 6 von. Es gibt insgesamt 31 Hauptmissionen. Das mache ich jetzt, oder? Prowler Verstecke. Das ist wurscht. Die Flamme. Mission 4. Hey, kann ich zurückrufen? Feuerwerk? Ich sollte Ihnen sagen, dass das hier ohne Genehmigung illegal ist, bevor noch jemand die Polizei ruft. Bist du unterwegs? Oh, genau, die ist heute. Mr. Atlas wird hier sein. Er hat eine... Warte, Sekunde. Das reicht. Krass, Mann. Ach Mann, ey. Jetzt bin ich echt gestorben, ne? Und gerade habe ich noch vorhin gesagt, Mann, es ist so einfach! Es ist jedes Mal so. Jedes Mal, wenn ich sag, ne? Es ist so einfach, sterbe ich. Ich habe so viele Fragen an ihn. Bin bald da. Es ist jedes Mal, ich bin einfach ruhig, halt meine Klappe. Ja, es ist jedes Mal so. Ich weiß damals noch, als ich Videos gemacht habe, so meine ersten Let's Plays, ne, auf YouTube. Und ich habe dann auch gesagt, boah, das ist so einfach. Und dann bin ich gleich schon gestorben. So wie jetzt. Am besten, ich halt meine Klappe, was das Thema angeht, ne. Es ist wirklich so. Warum liegt hier Strom? Eine Maske? Die Maske? Ich möchte nicht, dass ihr wisst, wie ich aussehe. Ich möchte unerkannt bleiben. Ich spiele gerade mein eigenes Spiel. Ein neuer Tag. Eine neue Katastrophe. Und ratet, wer daran schuld ist. Bei einem Routine-Gefangenentransport mischen sich die Spider-Man in eine Situation ein, die längst von den zuständigen... Die Flamme sieht... Was geht? Ich kreuze euren Plan! Solange du stehst, kämpfst du weiter. Der Tankwagen muss geflickt werden. Ich sag mal lieber nicht, wie nah ich einem fast explodierenden Tankwagen gekommen bin. Ich bin Mr. Cork. Ja, ich bin Mr. Long Cork.
Was für ein Motiv will er? DLCs von was? Von Spider-Man? Ach, fuck! Ich hab vergessen es! Ich hab's jetzt, genau. Kein Problem, Kevin. Ich hoffe, der Code, der hat dich weitergebracht. Einen alten Großmeister spielen sehen. Jeder durfte ihn herausfordern. Und er hat gegen ein Kind verloren, das in meiner Nachbarschaft wohnt. Habt ihr etwa auf mich gewartet? Ja. Ihr seid wirklich Besitz ergreifen. Du warst immer noch auf dem Bild? Oh. Seit den Kristall. Okay. Bitte. Jetzt werde ich ihnen folgen. Herausfinden, wer sie sind. Also Cockbilder kann ich leider nicht verschicken. Leider. Da ich euch nicht erschrecken möchte. Nicht verschrecken. Sondern erschrecken. Na, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen halte ich mich da in der Hinsicht bedeckt. Noch immer keine Spur von Lee oder den und Typen, ja. Das Einzige, was ich anbieten kann, das sind Fußbilder von meinem C. Uh-oh. Ich will explodieren. Ich will was haben. Und wenn es meine Lehre ist. Den Lang mach ich nicht. Wir müssen siegen. Schlag ihn zurück! Achseln? Oh fuck, darauf bin ich noch gar nicht gekommen, ey. Also meine Achseln sind frisch rasiert und ich... New York muss sicher bleiben. Darum geht's mir. Ja, da unten auch auf jeden Fall, ne? Ja. Also mir gefällt das Game sehr. Man kennt's halt, ne? Man braucht... Es ist geil. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine... Ja, ich kann nicht zeigen. An die Arbeit. Das tut mir leid, ey. Am Sonntag stelle ich mich mal wieder in Boxershorts hin. Das kann ich machen, aber mehr ist leider nicht möglich. Na? Wird schwierig. Chief Clark, alles okay? Wir sind dabei, ein durch Sandmans Angriff beschädigtes Krankenhaus abzureißen. Aber die Trümmer sind den Technikern im Weg. Wenn du mit deinen Netzen das Gebäude eine Weile vor dem Einsturz bewahren könntest, wäre das eine große Hilfe. Bitte. Am Sonntag. Sonntag, wenn ich stream, stelle ich mich mal kurz hin. Mit Spider-Man-Maske für euch. Okay? Einen String habe ich nicht. Na, ich wollte schon fast sagen, leider. Aber ich habe sehr gut reagiert und habe ausnahmsweise mal das Denken angefangen, hey, bevor ich den Satz ausgesprochen habe. Nee, ich habe keinen. Was du mir zeigst. Super. Ich freue mich auch.
Habt ihr Sonnencreme dabei? Cremt mir jemand von euch den Rücken ein? Sie geben nicht auf! Oh shit, was war das, Alter? Boah, war das krass. Spider-Man String, ja. Auf jeden Fall. Ey, Borat, ja, genau. Genau, so in diesem Badeanzug, oder? Doch. Wo zum Teufel bin ich da hineingeraten? Waffen? Wer immer sie sind. Sie haben sich über Marco informiert. Hey, ich ruf bloß zurück. Ich bin ganz ohr. Hey, Pete. Kommst du zur Stiftung? Klar. Ich bin gespannt, was du mir zeigst. Super. Ich freue mich auch. Ups, MJ ruft gerade an. Bis später. Hey, wie geht's? Gut. Ich habe gerade mit Harry telefoniert. Und das mit der Stiftung könnte echt spannend werden. Oh, gut. Bei mir gibt es ebenfalls Hoffnung. Oh shit, es ist irgendwie pervers. Boxershorts und Spider-Man-Maske. Hört sich pervers an, oder? Wow. Ich hatte mich schon gefragt, was das ist. Ich habe auch noch eine zweite Kamera. Die hatte ich ja immer bei... Ne, die hatte ich nicht immer. Bei der Crew hatte ich die ja an, ne? Die hat ja auch Richtung von da oben. Ging die ja in die Richtung nach unten, ne? Das ist Emilys Baum. Oh, das ist perfekt. Da bist du ja. Hattest du nicht gesagt, das sei ein Startup? Ja, ich wollte etwas weniger das. Aber mein Dad war derjenige, der das alles organisiert hat. Peter Parker! Na? Was sagst du? Schlitzperspektive und dann Boxershorts. In der Otto dich hatte. Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt an Bord bist, wird es hier erst so richtig zur Sache gehen. Dad, Pete weiß noch nicht, ob er mitmacht. Oh, wirklich? Aber ich wollte ihn rumführen und selbst entscheiden lassen. Okay. Fuck. Wisst ihr, euch Jungs wieder zusammen zu sehen? So einmal. Also dann. Viel Spaß. Schlitzperspektive. Shit, Alter, wie ich aussehe. Das muss sofort wieder runter. Na? Das erste, was ich dir zeigen will, ist unten. Harry. Das Harry? Ist krass, oder? Harry? Auch wenn Dad es vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Wie hast du... Er hat alles vorbereitet, als ich noch in Behandlung war. Aber als ich rauskam, habe ich ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel? Mein Gehalt fließt in Forschungsprojekte. Der Vorstand ist divers aufgestellt und hält den Kurs. Und ich achte darauf, dass die Forschung unserer Mission treu bleibt, die Welt zu heilen. Wow. Dads Geld hat den Stein ins Rollen gebracht. Aber ich muss es richtig einsetzen, um die Welt zu verbessern. Zuerst stelle ich dir Dr. Young vor, führend in der Entomologieforschung. Weißt du, was Entomologie ist? Ja. Total cool. Dr. Young forscht gerade über Bienen. Beziehungsweise über die Feinde von Bienen. Über die Feinde von Bienen?